Mehr als 3000 Kongressbesucher, etwa 250 Referenten bei 50 Einzelveranstaltungen sowie zahlreiche Events und Preisverleihungen. Das war das 21. Medienforum NRW. 3 Tage lang wurden in der Köln-Messe spannende Debatten zum Thema Medien in Bewegung. Alles, immer, überall geführt. Wir haben uns bemüht, ganz stark die Veränderung im Nutzerverhalten in den Blick zu bekommen. Das Medienforum steht ja in diesem Jahr unter dem Motto Medien in Bewegung. Alles, immer, überall. Und mit diesem Alles, immer, überall sind die veränderten Erwartungen, die die Nutzungen haben, gemeint. Man möchte nicht mehr eine Programmstruktur vor allen Dingen serviert bekommen. Man möchte selbst entscheiden. Man möchte möglichst zu dem Zeitpunkt, wo man etwas haben will, etwas nutzen. Und es soll möglichst auch ortsunabhängig sein. Das ist immer noch nicht für viele der normale Medienkonsum. Aber es ist mehr und mehr der Medienkonsum, von dem wir glauben, dass er dominierend sein wird. Der Kongress erwies sich mitten in der Wirtschaftskrise als ebenso stabiler wie stabilisierender Faktor. Auf den Podien diskutierten Medienpolitiker und Manager, Journalisten und Wissenschaftler über die Folgen der digitalen Revolution und über Rezepte gegen die Krise. Einer von ihnen, Ex-Viva-Chef Dieter Gorni. Er sieht in der Digitalisierung Chancen, aber auch Gefahren. Die Digitalisierung ist eine große Chance. Sie eröffnet eine Vielfalt an Möglichkeiten. Wenn man eins erkennt, dass das Internet auch ein Vertriebsmedium ist. Und man muss bereit sein, das auch als solches ganz nüchtern zu sehen, damit Inhalte, die wichtig und spannend sind, auch verkaufbar bleiben und die Kreativen durch diesen Verkauf leben können. Das sollte man eher sachlich als ideologisch diskutieren, aber es ist ein Moment, eine sehr emotionale Debatte. Die wird auch hier geführt und die hat natürlich, wenn man sie nicht führt und nicht zu einem vernünftigen Ende bringt, am Ende mal zur Konsequenz, dass es weniger Inhalt und weniger Vielfalt geben wird. Aber ich denke, das wird sich lösen, weil die Leute das auch schrittweise selbst bemerken werden. Das Spektrum der Themen deckte alles ab, was die moderne Multimedia-Welt ausmacht. Rundfunk, Film, Print, Online und Telekommunikation. Hauptsächlich drehte es sich jedoch um 3 Komplexe. Und diese 3 Sachen, Regulierung, Finanzierung, Content, das sind, glaube ich, die 3 großen Themen, die man in diesem Bereich dann immer in den Blick bekommen muss. Dass diese Themen Medienmacher und Besuchern auf starkes Interesse stieß, spürten auch die Veranstalter. Wir haben sehr, sehr positives Feedback auf unser Programm bekommen schon im Vorfeld, weil wir, glaube ich, eine gute Mischung gefunden haben aus sehr renommierten, sehr großen Keynotern und auch Menschen, die vielleicht noch gar nicht so häufig auf Kongressen als Speaker zu sehen waren. Es ist dann immer entscheidend, dass sie dann auch, dass das Publikum das honoriert. Und darüber freuen wir uns sehr, dass es in diesem Jahr gelungen ist, nicht nur die Zahlen zu stabilisieren im Vergleich zum vergangenen Jahr, sondern nochmal etwas draufzusetzen und zu steigen. Das hätten wir vor allen Dingen deshalb nicht erwartet, weil eben vergleichbare Kongresse in der Größenordnung von 20-30% an Besuchern verloren haben. Das Medienforum NRW war mehr als nur ein Kongress. Es bot Gelegenheit für Workshops und Networking, Specials und viele Preisverleihungen.